Liebes Publikum, meine Damen und Herren, wir kommen nun zur letzten Kandidatin des heutigen Abends. Das ist Chinatsu Tatsumi aus Japan. Wir hören von Leos Janacek die Sonate für Violine und Klavier, von Antonin Dvořák die Romanze Opus 11, von Pablo de Sarasate die Carmen-Fantasie, und beginnen wird sie wie alle Teilnehmer dieser zweiten Runde mit dem ersten Satz aus dem Klaviertrio D-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und das wieder mit tatkräftiger Unterstützung von Yon Song. Entschuldigung, Jonsson Berger am Violoncello und José Gallardo am Klavier. Den beiden Musikern an dieser Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Dank. Chinatsu Tatsumi aus Japan.